Shabbat Shalom Aleichem Chavarim. Jetzt ist es wieder mal soweit. Die Tora-Portion Kedoshim möchte ich euch jetzt vorlesen und dazu auch die Prophetenlesung und die Lesung aus dem Brit Chadasha. Kedoshim heißt Heilige, ist eine Mehrzahlform von heilig. Also man kann es bezeichnen als die Heiligen, Kedoshim, die Heiligen, HaKedoshim. Und die Lesung beginnt im Vers 1 von Kapitel 19 von 3. Mose und endet in Kapitel 27 mit dem Vers 27. Es sind das komplette Kapitel 19 und das komplette Kapitel 20 aus dem Buch Vayikra, also aus 3. Mose, aus dem 3. Buch Mose. Ich möchte jetzt erstmal 8 Verse vorlesen und dann möchte ich einen kurzen Kommentar zu einer Thematik dort abgeben. Ihr werdet es dann hören, was ich zu sagen habe dazu. Es geht um das, was wir heute mitnehmen können aus diesen Tora-Portionen und da ist mir etwas, bin ich auf etwas hingewiesen worden von unserem Allmächtigen, aber ja, in seinem Yeshua, in seinem Wort. Seine Rettung. Also, ich beginne in 3. Mose, Kapitel 19, mit Vers 1. Ab Vers 1. Und es sprach Jehova zu Mose zusprechend: Rede zu all der Adat, das heißt Zeugenschar, der Söhne Israel, und sprich zu ihnen: Kedoshim, also Heilige, sollt ihr werden, denn Kadosch, das heißt heilig, bin ich, Jehova, euer Elohim. Ja, ich lese den Vers noch einmal. Rede zu all der Adat, der Söhne Israel, und spricht zu ihnen: Kedoshim sollt ihr werden, denn Kadosch bin ich, Jehova, euer Elohim. Der Mann, seine Mutter und seinen Vater fürchtet ihr. Und meine Schabbatot bewahret ihr. Ich bin Jehova, euer Elohim. Nicht biegt ihr ab zu den Elilim, also zu den Idolen, das kann man mit Idolen übersetzen, zu den Elilim, und Elohei, Götter, aus gegossenem Metall. Also nicht biegt ihr ab zu den Idolen und den Göttern aus gegossenem Metall. Nicht macht ihr für euch. Ich bin Jehova, euer Elohei. Und wenn ihr ein Friedensopfer, Shelamim, dem Jehova opfert, oder wenn ihr Friedensopfer, Shelamim ist eine Mehrzahlform, für Jehova opfert, so sollt ihr es zum Wohlgefallen für euch opfern, an dem Tage, da ihr es opfert, und am anderen Tage soll es gegessen werden, und was bis zum 3. Tag übrig bleibt, soll mit Feuer verbrannt werden. Und wenn es irgend am 3. Tag gegessen wird, so ist es ein Gräuel, es wird nicht wohlgefällig sein. Und wer es isst, wird seine Ungerechtigkeit tragen, denn das Heilige von Jehova hat er entweiht. Und selbige Seele soll ausgerottet werden aus ihrem Volk.
Ja, und hierzu möchte ich jetzt etwas sagen. Wir sind ja heute der Tempel. Und wenn wir etwas mit Danksagung annehmen, zum Beispiel, wir haben ein Essen zubereitet und etwas gekocht. Und dieses Essen nehmen wir mit Danksagung an, dann ist das sozusagen, kann man das vergleichen mit diesem Friedensopfer. Und wir essen es an dem Tag, wo wir es gekocht haben, mit Danksagung und essen es. Und so kommt es in den Tempel, der wir ja jetzt sind, hinein. Ja? Ein jeder einzelne von uns stellt sozusagen den Tempel des allmächtigen Elohim da und wir essen das an dem Tag und auch am nächsten Tag können wir es essen und es bleibt unserem allmächtigen aber wohlgefällig. Wenn wir es aber am dritten Tag essen, so ist es auch mit Brot zum Beispiel. Du backst heute Brot, du isst es heute und morgen und am dritten Tag sollst es eigentlich nicht mehr essen, weil, das ist auch heute erwiesen, dass sich dann schon anfangen, da Keime drin zu bilden, die gar nicht gut sind für uns. Und unser Abba hat genau dieses Gebot so gemacht, nicht weil er uns irgendwas auferlegen will und uns im Gehorsam jetzt testen will oder uns da drangsalieren will. Nein, er hat ja uns erschaffen und wir sind sein Produkt, seine Schöpfung und er weiß, wann was für uns am besten ist. Und das ist bei diesen Opfern, die wir essen, die wir mit Dank und im Frieden vor ihm zu uns nehmen und ihm danken dafür, die sind nur innerhalb dieser Tage, die geboten sind. Auch hier bei den Tieropfern, weil da sind auch immer noch Speisopfer mit in Verbindung, bei den Friedensopfern auch. Ja, das ist also an dem Tag, wo wir es bereitet haben und zu uns nehmen, für uns in Ordnung zu essen und für unseren Allmächtigen aber und auch am nächsten Tag und an dem anderen Tag schadet es. Es ist schädlich. Und wir dürfen uns auch fragen, warum werden wir eigentlich so im Schnitt so um die 80 Jahre alt jetzt hier in Mitteleuropa? Unser Abba hat 120 Jahre vorgesehen. Ja, es obliegt ihm, wann er wen wegnimmt und er lässt auch wieder die Menschen auferstehen, wissen wir. Aber tendenziell ist festgelegt worden von ihm das maximale Alter in diesem Zeitalter jetzt. 120 Jahre erreichen nicht viele Leute und wir sollten uns mal fragen, ob das nicht auch mit ein Grund ist, weil wir uns halt eben nicht richten nach den Dingen, die uns noch nicht offenbar sind. Aus Gnade sterben wir nicht direkt, wir können weiterleben, ja, das können wir, aber uns geht es kontinuierlich immer schlechter, wir werden krank, viele Leute wenden sich zur Pharmaindustrie, ja, zu dieser Zaubersekte und pfeifen sich Medikamente ein, weil sie meinen, das ist jetzt das Ding, nur daran geht's noch ein bisschen, ja, und werden dann trotzdem nicht besonders alt, also zumindest das Alter wird nicht erreicht. Was unser Abba vorgesehen hat, das kommt davon und das ist bestimmt mit ein Grund, weil wir diese einfachen Grundlagen nicht befolgen. Lasst uns anfangen, wenn wir was gekocht, gebacken oder gebraten haben und es mit Danksagung annehmen, lasst es uns an dem Tag essen, wo wir es gemacht haben, wo wir es zu uns genommen, wo wir es bereit zubereitet haben und lasst es uns an diesem Tag verzehren und am nächsten, aber am dritten Tag nicht mehr. Und wenn ihr Tiere habt, gebt es auch nicht euren Tieren, weil sonst hätte unser aber gesagt, werft es vor die Tiere, gebt es den Tieren oder werft es vor die Hunde oder sonst was. Nein, verbrennen sollen wir es. Also, was übrig bleibt, soll verbrannt werden am dritten Tag. Ja, was am dritten Tag übrig bleibt, soll nicht gegessen werden, sondern es soll verbrannt werden. Halten wir uns einfach daran und es wird uns dienen zum Wohlbefinden. Garantiert. Ja, so viel dazu. Und jetzt lese ich dann weiter. Ich möchte dann doch noch mal diese Verse jetzt hier lesen.
Ab Vers 5 lese ich dann nochmal wiederholend und dann lese ich weiter. Und wenn ihr ein Friedensopfer für Jehova opfert, so sollt ihr es zum Wohlgefallen für euch opfern. An dem Tage, da ihr es opfert, und am anderen Tage soll es gegessen werden, und was bis zu dem dritten Tage übrig bleibt, soll mit Feuer verbrannt werden. Und wenn es irgend am dritten Tage gegessen wird, so ist es ein Gräuel, es wird nicht wohlgefällig sein. Und wer es isst, wird seine Ungerechtigkeit tragen, denn das Heilige von Jehova hat er entweiht. Und selbige Seele soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, so sollst du den Rand deines Feldes nicht gänzlich abernten und sollst keine Nachlese deiner Ernte halten. Und in deinem Weinberg sollst du nicht nachlesen und die abgefallenen Beeren deines Weinberges sollst du nicht auflesen für den Armen und für den Fremdling sollst du sie lassen. Ich bin Jehova, euer Elohim. Ihr sollt nicht stehlen und ihr sollt nicht lügen und nicht trügerisch handeln, einer gegen den anderen. Und ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen, dass du den Namen deines Elohei entweihst. Ich bin Jehova. Du sollst deinen Nächsten nicht bedrücken und sollst ihn nicht berauben. Der Lohn des Tagelöhners soll nicht bei dir über Nacht bleiben bis an den Morgen. Du sollst einem Tauben, also dazu möchte ich jetzt noch sagen mit dem Lohn des Tagelöhners, das heißt, nach der getanen Arbeit soll man ihn bezahlen und nicht erst Tage später oder Monate später, ja, sondern an dem Tag, wo er die Arbeit geleistet hat, dann soll er sein Geld bekommen, seine Entlohnung, sein Silber oder Gold oder was auch immer man ihm gibt, was vereinbart ist. Vers 14 lese ich weiter. Du sollst einem Tauben nicht fluchen und vor einen Blinden keinen Anstoß legen und du sollst dich fürchten vor dem Angesicht deines Elohei. Ich bin Jehova. Ihr sollt nicht Unrecht tun im Gericht. Du sollst nicht die Person des Geringen ansehen, also bevorzugen, und nicht die Person des Großen ehren. In Gerechtigkeit sollst du deinen Nächsten richten. Das heißt also nach der Tat, wie er ein Gebot übertreten hat, danach soll er gerichtet werden, richtiggestellt werden. Unabhängig davon, ob er Multimilliardär ist oder ob er jemand ist, der ein Bettler ist, der selbst nicht vermag, etwas für sich zu verdienen. Du sollst die Leute gleich behandeln. Du sollst nicht als ein Verleumder unter deinen Volk umhergehen. Du sollst nicht gegen das Blut deines Nächsten auftreten. Ich bin Jehova. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen.
Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Das heißt, wenn wir sehen, dass jemand sündigt, zum Beispiel eine Sünde zum Tod oder bereit ist zu sündigen, eine Sünde zum Tod, dann sollen wir ihn warnen davor. Wenn wir das nicht machen und das mit ansehen und ihn einfach lassen, machen lassen, dann laden wir Schuld auf uns. Denn wir haben ihn nicht gewarnt, vielleicht ist er verblendet, hat es nicht erkannt. Und so können wir ihm helfen, indem wir ihn zurechtweisen und sagen, Bruder, tu das nicht. Das ist eine Sünde zum Tod, lass das sein. Und wenn er es dennoch tut, und wir es gesagt haben, ist die Schuld auf ihm. Anders, wenn wir es verschweigen, wenn wir in so einem Fall schweigen, aus falscher Liebe, ja, falsch verstandener Liebe raus, das ist keine Liebe. Zurechtweisung im richtigen Moment und bei der richtigen Sache ist eine ganz wichtige Angelegenheit, so wie Jehova uns das hier mitteilt. Merken wir uns das. Ja, du sollst, ich wiederhole den Vers 17, du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld tragest. Du sollst dich nicht rächen und den Söhnen deines Volkes nichts nachtragen und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin Jehova. Meine Satzungen sollt ihr bewahren. Dein Vieh von zweierlei Art sollst du sich nicht begatten lassen. Dein Feld sollst du nicht mit zweierlei Samen besäen. Und ein Kleid aus zweierlei Stoff gewebt soll nicht auf dich kommen. Und wenn ein Mann bei einem Weibe liegt zur Begattung und sie ist eine Magd, einem Manne verlobt und sie ist keineswegs losgekauft, noch ist ihr die Freiheit geschenkt, so soll Züchtigung stattfinden, sie soll nicht getötet werden, denn sie ist nicht frei gewesen. Und er soll sein Schuldopfer dem Jehova bringen an den Eingang des Ohel Moed, des Zeltes des festen Zeugnisses. Einen Widder als Schuldopfer. Und der Kohen soll vor dem Angesicht von Jehova Beschirmung, in Klammern Sühnung, für ihn tun. Mit dem Widder des Schuldopfers. Für seine Sünde, die er begangen hat. Für seine Übertretung, seine Sünde, die er begangen hat. Und seine Sünde, die er begangen hat, wird ihm vergeben werden. Und wenn ihr in das Land kommt und allerlei Bäume zur Speise pflanzt, so sollt ihr ihre erste Frucht als ihre Vorhaut achten. 3 Jahre sollen sie euch als unbeschnitten gelten. Es soll nichts von ihnen gegessen werden. Und im 4. Jahr soll all ihre Frucht kadosch, heilig sein. Jehova zum Dank. Und im 5. Jahr sollt ihr ihre Frucht essen, um euch ihren Ertrag zu mehren. Ich bin Jehova, euer Elohim. Ihr sollt nichts mit Blut essen, ihr sollt nicht
Wahrsagerei noch Zauberei treiben. Ihr sollt den Rand, in Klammern die Ausmündung, eures Haupthaares nicht rund herumstutzen. Auch sollst du den Rand, in Klammern die Ausmündung, deines Bartes nicht beschädigen. Ihr sollt keine Einschnitte an eurem Leibe machen für eine verstorbene Seele, und ihr sollt euch nicht tätowieren. Ich bin Jehova. Du sollst deine Tochter nicht preisgeben, sie zur Unzucht anzuhalten, damit das Land nicht Unzucht treibe und voller Laster werde. Bewahret meine Schabbatot und verehrt mein Heiligtum. Ich bin Jehova. Ihr sollt euch nicht an die Totenbeschwörer wenden, noch an die Zeichendeuter. Ihr sollt sie nicht fragen, auf dass ihr durch sie nicht verunreinigt werdet. Ich bin Jehova, euer Elohim. Vor grauem Haar sollst du aufstehen und die Person eines Greises ehren. Und du sollst dich fürchten vor dem Angesicht deines Elohim. Ich bin Jehova. Und wenn ein Fremdling bei dir weilt in eurem Land, so sollt ihr ihn nicht bedrücken. Wie ein Eingeborener unter euch soll euch der Fremdling sein, der bei euch weilt, und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn Fremdlinge seid ihr gewesen im Lande Mitzrayim. Ich bin Jehova, euer Elohim. Sorry. Ihr sollt nicht Unrecht tun im Gericht, im Längenmaß, im Gewicht und im Hohlmaß. Rechte Waage, rechtes Gewicht, rechten Scheffel und rechten Eimer sollt ihr haben. Ich bin Jehova, euer Elohim, welcher ich euch herauskommen ließ von dem Lande Mitzrayim. Und bewahret all meine Chukotai, Satzungen, und all meine Mishpatei, Rechte, und tuet diese. Ich bin Jehova. Und Jehova redete zu Mose zusprechend. Und zu den Söhnen Israel sollst du sprechen. Jedermann von den Söhnen Israel und von den Fremdlingen, die in Israel weilen, der von seinen Kindern dem Molech gibt, soll gewisslich getötet werden. Das Volk des Landes soll ihn steinigen. Und ich werde mein Angesicht gegen selbigen Mann richten und ihn ausrotten aus der Mitte seines Volkes, weil er von seinen Kindern dem Molech gegeben hat, mein Heiligtum zu verunreinigen und meinen heiligen Namen zu entweihen. Und wenn das Volk des Landes seine Augen irgendwie verhüllt vor selbigem Manne, wenn er von seinen Kindern dem Molech gibt, so dass es ihn nicht tötet, so werde ich mein Angesicht gegen selbigen Mann richten und gegen sein Geschlecht und werde ihn und alle, die ihm nachhuren, also alle, die auch so tun wie er, um dem Molech nachzuhuren, ausrotten aus der Mitte ihres Volkes.
Auch wenn sich eine Seele zu den Totenbeschwörern und Zeichendeutern wendet und ihnen nachbuhlt, so will ich mein Angesicht gegen diese Seele richten und sie aus der Mitte ihres Volkes ausrotten. So heiligt euch und seid heilig, denn ich, Jehova, denn ich bin Jehova, euer Elohim. Und bewahret meine Satzungen und tut sie. Ich bin Jehova, der euch heiligt. Jedermann, der seinem Vater oder seiner Mutter flucht, soll gewisslich getötet werden. Er hat seinem Vater oder seiner Mutter geflucht. Sein Blut ist auf ihm. Und wenn ein Mann Ehebruch treibt mit dem Weib eines Mannes, wenn er Ehebruch treibt mit dem Weib seines Nächsten, so sollen der Ehebrecher und die Ehebrecherin gewisslich getötet werden. Und wenn ein Mann bei dem Weibe seines Vaters liegt, er hat die Blöße seines Vaters aufgedeckt. Beide sollen gewisslich getötet werden. Ihr Blut ist auf ihnen. Und wenn ein Mann bei seiner Schwiegertochter liegt, so sollen beide gewisslich getötet werden. Sie haben eine schändliche Befleckung verübt. Ihr Blut ist auf ihnen. Und wenn ein Mann bei einem Mann liegt, wie man bei einem Weibe liegt, so haben beide einen Gräuel verübt. Sie sollen gewisslich getötet werden. Ihr Blut ist auf ihnen. Und wenn ein Mann ein Weib nimmt und ihre Mutter, das ist eine Schandtat. Man soll ihn und sie mit Feuer verbrennen, dass keine Schandtat in eurer Mitte sei. Und wenn ein Mann bei einem Vieh liegt, so soll er gewisslich getötet werden und das Vieh sollt ihr umbringen. Und wenn ein Weib sich irgendeinem Vieh naht, um mit ihm zu schaffen zu haben, also sich mit ihm zu begatten, so sollst du das Weib und das Vieh umbringen. Sie sollen gewisslich getötet werden. Ihr Blut ist auf ihnen. Und wenn ein Mann seine Schwester nimmt, die Tochter seines Vaters oder die Tochter seiner Mutter, und er sieht ihre Blöße und sie sieht seine Blöße, das ist eine Schande, und sie sollen ausgerottet werden, vor den Augen der Söhne ihres Volkes. Er hat die Blöße seiner Schwester aufgedeckt. Er soll seine Ungerechtigkeit tragen. Und wenn ein Mann bei einem Weib liegt, in ihrer Krankheit und ihre Blöße aufdeckt, so hat er ihre Quelle enthüllt und sie hat die Quelle ihres Blutes aufgedeckt. Sie sollen beide ausgerottet werden aus der Mitte ihres Volkes. Und die Blöße der Schwester deiner Mutter und der Schwester deines Vaters sollst du nicht aufdecken, denn wer das tut, hat seine Blutsverwandte entblößt. Sie sollen ihre Ungerechtigkeit tragen. Und wenn ein Mann bei dem Weib seines Oheims liegt, so hat er die Blöße seines Oheims aufgedeckt. Sie sollen ihre Sünde tragen, kinderlos sollen sie sterben. Und wenn ein Mann das Weib seines Bruders nimmt, das ist eine Unreinigkeit. Er hat die Blöße seines Bruders aufgedeckt, sie sollen kinderlos sein.
Das gilt für die Zeit, solange der Bruder halt eben noch lebt. Wenn der Bruder gestorben ist, darf der Bruder des Bruders schon die Frau nehmen als Witwe, wenn sie eine Witwe ist. Aber nicht, dass das hier gilt zu dieser Lebzeit. Das ist auch in anderen Versen so bestätigt. Und ihr sollt alle meine Satzungen und alle meine Rechte beobachten und sie tun, damit euch das Land nicht ausspeie, wohin ich euch bringe, um darin zu wohnen. Und ihr sollt nicht wandeln in den Satzungen der Nationen, die ich vor euch vertreibe, denn all jene Dinge haben sie getan, und sie sind mir zum Ekel geworden. Und ich habe zu euch gesagt, ihr sollt ihr Land besitzen, und ich werde es euch zum Besitz geben, ein Land, das von Milch und Honig fließt. Ich bin Jehova, euer Elohe, der ich euch von den Völkern abgesondert habe. Und ihr sollt unterscheiden zwischen dem reinen Vieh und dem unreinen und zwischen dem unreinen Gevögel und dem reinen und sollt euch selbst nicht zu einem Gräuel machen durch das Vieh und durch das Gevögel und durch alles, was sich auf dem Erdboden regt, welches ich euch als unrein ausgesondert habe. Und ihr sollt mir heilig sein, denn ich bin heilig. Ich, Jehova, und ich habe euch von den Völkern abgesondert, um mein zu sein. Und wenn in einem Manne oder einem Weibe ein Totenbeschwörer oder Wahrsagergeist ist, so sollen sie gewisslich getötet werden, man soll sie steinigen, ihr Blut ist auf ihnen. Ja, das waren die zwei Kapitel der Tora-Lesung. Ja, diese zwei Kapitel aus der Tora-Lesung. Kedoshim, ja, aus dem Buch Vayikra. Und jetzt lese ich die Prophetenlesung und es ist Amos, Kapitel 9, die Verse 1 bis 15 lese ich. Ja, und ich beginne. Und ich sah den Adonai an dem Altar stehen und er sprach: Schlage auf den Säulenknauf, dass die Schwellen erbeben, und zerschmettere sie auf ihre aller Haupt, und ich werde ihren Rest mit dem Schwerte umbringen. Kein Flüchtling von ihnen soll entfliehen, und kein Entronnener von ihnen davonkommen. Wenn sie in den Scheol einbrechen, wird von dort meine Hand sie holen, und wenn sie in die Himmel hinaufsteigen, werde ich von dort sie herniederbringen. Und wenn sie sich auf den Gipfel des Karmel verbergen, werde ich von dort sie hervorsuchen und holen. Und wenn sie sich vor meinen Augen hinweg im Grunde des Meeres verstecken, werde ich von dort die Schlange entbieten, und sie wird sie beißen. Und wenn sie vor ihren Feinden her in Gefangenschaft ziehen, werde ich von dort das Schwert entbieten, und es wird sie umbringen. Und ich werde mein Auge gegen sie richten zum Bösen und nicht zum Guten. Und der Adonai Jehova, der Zebaot, der das Land anrührt und es zerfließt, und es trauern alle, die darin wohnen, und es steigt empor insgesamt wie der Fluss und sinkt zurück wie der Fluss von Mizraim, der seine Obergemächer in den Himmeln gebaut und seine Gewölbe über der Erde gegründet hat, der den Wassern des Meeres ruft
und sie ausgießt über das Angesicht des Landes. Jehova ist sein Name. Seid ihr nicht wie die Söhne der Kuschim, ihr Söhne Israel? Prophezeit Jehova. Habe ich nicht Israel von dem Lande Mitzrayim herauf steigen lassen und die Pelishtim von Kaftor und Aram von Kir? Siehe, die Augen von dem Adonai Jehova sind gegen das sündige Königreich, und ich will es von dem Angesicht der Erde hinweg vertilgen. Denn nicht das zerstöre ich zerstörend das Haus Jakob, prophezeit Jehova. Denn siehe, ich will gebieten und will das Haus Israel unter allen Nationen schütteln, wie Getreide in einem Siebe geschüttelt wird, und nicht ein Körnchen wird zur Erde fallen. Das heißt alles. Da ist nichts mit Überrest, wie das hier oft falsch übersetzt wird. Alles wird er wiederherstellen von Israel. Ja, es sind viele falsche Übersetzer am Werk gewesen und auch noch immer. Und deshalb kommt in vielen Sachen ein falsches Verständnis rüber. Ich lese nochmal hier diese zwei wichtigen Verse. Vers 8 und 9. Siehe, die Augen von dem Adonai Jehova sind gegen das sündige Königreich, und ich will es von dem Angesicht der Erde hinweg vertilgen. Denn nicht das zerstöre ich zerstörend das Haus Jakob, prophezeit Jehova. Denn siehe, ich will gebieten und will das Haus Israel unter allen Nationen schütteln, wie Getreide in einem Siebe geschüttelt wird, und nicht ein Körnchen wird zur Erde fallen. Alle Sünder meines Volkes werden durch das Schwert sterben, die da sprechen, das Unglück wird uns nicht nahen und nicht an uns herankommen. An jenem Tage werde ich, aber auch die werden wiederhergestellt, an jenem Tage, das ist jetzt eine Einfügung gewesen von mir, an jenem Tage werde ich die verfallene Hütte von David aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer aufrichten, und ich werde sie bauen wie in den Tagen der Zeit, auf dass sie besitzen den Rest von Edom und all die Nationen, in welchen gerufen wird mein Name zu ihnen, prophezeit Jehova, der dieses tut. Siehe, Tage kommen, prophezeit Jehova, da der Pflüger an den Schnitter und der Traubentreter an den Sämann reichen wird, und die Berge werden träufeln von Wein, und alle Hügel werden zerfließen, und ich werde die Gefangenschaft meines Volkes Israel wenden, und sie werden die verwüsteten Städte aufbauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und deren Gärten anlegen und deren Frucht essen. Und ich werde sie in ihrem Lande pflanzen, und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Lande, das ich ihnen gegeben habe, spricht Jehova, dein Elohim. Halleluja, danke aber. Das habe ich jetzt gesagt. Halleluja, danke aber. Ja, das war die Prophetenlesung zur Tora-Portion Kedoshim. Und jetzt lese ich die Lesung aus dem Brit Chadasha. Ich beginne mit Matthäus Kapitel 12, die Verse 1 bis 50. Matthäus Kapitel 12, die Verse 1 bis 50. Zu jener Zeit ging Jeschua
am Schabbat durch die Saaten. Seine Talmidim aber hungerten und fingen an, Ähren abzustreifen und zu essen. Als aber das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu ihm: Siehe, deine Talmidim tun, was am Schabbat zu tun nicht erlaubt ist. Er aber sagte zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als ihn und seine Gefährten hungerte, wie er in das Haus des allmächtigen Elohim hineinging und sie die Schaubrote aßen, welche weder er noch seine Gefährten essen durften, sondern allein die Kohanim, die Priester? Oder habt ihr nicht in der Tora gelesen, dass am Schabbat die Priester im Tempel den Schabbat entweihen und doch ohne Schuld sind, weil sie da halt eben den Dienst verrichten? Ich sage euch aber, hier ist ein größerer als der Tempel. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, so hättet ihr die Unschuldigen nicht verurteilt. Denn des Menschen Sohn ist Herr über den Schabbat. Und er ging von dort weiter und kam in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand, und sie fragten ihn und sprachen: Darf man am Schabbat heilen? Damit sie ihn verklagen konnten, fragten sie das. Er aber sprach zu ihnen: Welcher Mensch ist unter euch, der ein Schaf hat, und wenn es am Schabbat-Tag in eine Grube fällt, er es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel besser ist nun ein Mensch als ein Schaf? Darum darf man am Schabbat sehr wohl Gutes tun. Dann sprach er zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und sie wurde gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat gegen ihn, um ihn umzubringen. Jeschua aber, da er es merkte, zog sich von dort zurück, und es folgten ihm viele nach, und er heilte sie alle. Und er gebot ihnen, ihn nicht offenbar zu machen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jeschajahu gesagt ist: Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich will meinen Ruach, meinen Geist, auf ihn legen, und er wird den Nationen das Recht kundtun. Er wird nicht zanken noch schreien, und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen, und einen klimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis dass er das Gericht zum Sieg ausführe. Und die Nationen werden auf seinen Namen hoffen. Da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der blind und stumm war. Und er heilte ihn, so dass der Blinde und Stumme redete und sah. Und alles Volk erstaunte und sprach: Ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie: Dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Da aber Jeschua ihre Gedanken merkte, sprach er zu ihnen: Jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird veröden, und keine Stadt, kein Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann bestehen. Wenn nun ein Satan den anderen austreibt, so ist er mit sich selbst uneins. Wie kann dann sein Reich bestehen? Und wenn ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber die Dämonen durch den Ruach des allmächtigen Elohim austreibe,
so ist ja das Reich des allmächtigen Elohim zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst den Starken bindet? Erst dann kann er sein Haus plündern. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Ruach, des Geistes, heißt das, wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wer ein Wort redet gegen den Menschensohn, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Ruach HaKodesh, gegen den Geist, den Heiligen, redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Zeit noch in der zukünftigen Zeit. Entweder pflanzet einen guten Baum, so wird die Frucht gut, oder pflanzet einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn wes das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens Gutes hervor, und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tage des Gerichts Rechenschaft geben werden von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt, und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Da hoben etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer an und sprachen: Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Das böse und ehebrecherische Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, also wird des Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoße der Erde sein. Leute von Ninive werden auftreten im Gericht gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Predigt des Jona hin. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Die Königin von Mittag wird auftreten im Gericht gegen dieses Geschlecht und wird es verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit von Schelomo zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Schelomo. Wenn aber der unreine Ruach, der unreine Geist, von dem Menschen ausgefahren ist, so durchwandelt er wasserlose Stätten und sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er: Ich will in mein Haus zurückkehren, aus welchem ich gegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gesäubert und geschmückt. Alsdann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, die schlimmer sind als er, und sie ziehen ein und wohnen daselbst, und es wird zuletzt mit diesem Menschen ärger als zuerst, so wird es auch sein mit diesem bösen Geschlecht. Während er noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und suchten mit ihm zu reden. Da sprach einer zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen mit dir zu reden. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte:
Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Talmidim und sprach, siehe, da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen tut meines Vaters in den Himmeln, der ist mir Bruder, Schwester und Mutter. Ja, wunderbar, ne? Das Halleluja. Jetzt lese ich Lukas Kapitel 17, die Verse 1 bis 10. Er sprach aber zu den Talmidim: Es ist unvermeidlich, dass Ärgernisse kommen. Wehe aber dem, durch welchen sie kommen. Es wäre für ihn besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er einem dieser Kleinen Ärgernis gebe. Habt Acht auf euch selbst. Wenn aber dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn es ihn reut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal des Tages gegen dich sündigt und siebenmal wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Und die Apostel sprachen zum Herrn: Mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Entwurzle dich und verpflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Wer aber von euch wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, wenn er vom Felde heimkommt, sagen: Komm alsbald her und setze dich zu Tisch? Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen: Bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und hernach iss und trink du? Dankt er wohl dem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Also auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch geboten ist, so sprecht: Wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Nochmal den Vers 11. Also auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch geboten war, so sprechet: Wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Ja. Das waren die Lesungen zur heutigen Tora-Portion Kedoshim. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest Shabbatag und Shavua Tov und die Rechtleitung und die Gnade und den Segen und die Weisheit von unserem Allmächtigen. Aber bis, dass wir uns wiedersehen, bleibt treu, hart aus, egal was kommt, bleibt treu in Yeshua, in dem Wort unseres Allmächtigen, aber bleibt treu und hart aus. Das sollen wir alle. Und tut nach seinen Geboten. Ja, das will ich auch, so gut ich kann. Dann erfahren wir Gnade, wenn wir doch einmal sündigen. Wir wissen das alles. Wer hat uns das gezeigt? Danke, allmächtiger Abba, Toda Rabba und Shavuot auf euch. Shalom, Shalom.